Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War. Wir stehen vor der Tür, hinter der es jetzt weitergeht, und wir wollen nicht lang schnacken, sondern wir schauen mal. Tyr, bist du hier? Verdammt! Habt ihr das gehört? Wir sind wohl nicht allein. Ohrenspitzen, Augen auf. So, das sieht aber schon mal interessant aus, der Raum hier auf jeden Fall. Das kam von hier drüben. Als ich reingekommen bin, dachte ich erst, es wäre so ein Bett. War das ein Bett? Soll das irgendwie eine Art... Nee. Gut. Hab mich getäuscht. Oh, das sah aber nach einem kräftigen Gesundheitsschub aus. Was erwartet uns hier hinter? Kommt gleich noch ein mächtiger Gegner, gegen den wir kämpfen dürfen. Atreus. Verärgern dich meine Worte. Schon gut, ich versteh's. Aber. Wartet mal. Ist das da vorne Licht? Hey, das könnte es sein. Ein Türriegel. Da muss etwas eingesperrt sein. So okay. Versperrt man keine Tür, hinter der man Bettwäsche lagert. Ich sehe, was zu tun ist. Schau über! So. Alright. Okay. Die Einherjahrs. So, Bifröst-Angriffe. Einherjahr können dem Gesundheitsbalken Bifröst zufügen. Bifröst heilt mit der Zeit, aber Folgetreffer können ihn für zusätzlichen Schaden explodieren lassen. Hä? Ah, okay. Ah, das ist das. Ah, okay. Wow. Okay. Fuck, mein Leben. So, ihr kleinen Wichser. Weg mit euch, da kommt noch einer. Scheiße, nochmal zwei. Boah, das geht in die Hose. Komm, auf geht's. Hilf mir hoch. Ich muss erstmal gerade klarkommen, ich bin gerade super überfordert mit der Situation. Ey, das ist auch so geil. Achtung, rechte Seite! So. Ey, das hätte... Digga, der hätte schon down sein müssen. Ja, komm schon, der hat 1 HP, Bruder. Er hat 1 HP, ist super lächerlich, super lächerlich. Ey, ich bin aber auch gerade maximal überfordert. Das war kein guter Kampf meinerseits. Muss ich ja ganz klar sagen, so, ja. So, das sieht doch schon besser aus. Bisschen mehr Konzentration. Aua.
So, ein Herr, ja, das, Wir wollen uns fernhalten. Hier muss es sein. Dann mal weiter. Das war ein bisschen tricky, Mickey, aber wir haben es beim zweiten Anlauf ja zum Glück hinbekommen. Geil. Jawohl, jetzt ziehen! Wuhuhu! Okay, okay. Krass. Was für eine List ist das, Odin? Welches Spiel spielst du jetzt mit mir? Odin schickt uns nicht. Wir sind die Guten. Oh. Ja, die Rüstung sieht schon geil aus von Kratos, Junge. Das ist der Kriegsgott. Diese Klingen. Ich kenne dich. Göttermörder. Und jetzt willst du mich töten? Nein, dich befreien. Bleib bloß weg! Bruder, lass mich mal! Tyr, Tyr! Schau, du kennst mich, nicht wahr? Ihr habt Mimir ermordet! Nein, 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 nein! Ja, wir haben ihn zurückgebracht. Ihr bleibt weg von mir, ihr Monster! Halt! Wir brauchen ihn! Warte! Ah. Oh, ja, da kommen wir nicht mehr hinterher. Oh, okay. Alter Schwede, das war knapp, das wäre fast in die Hose gegangen, aber wir haben uns nochmal zusammengerissen. So, Tyr verfolgen. Tyr ist hat sehr irrational gehandelt, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass wer weiß, wie lange er da drin schon eingesperrt ist. Warte, ich verfolge. Bitte. Ich höre sie. So. Und einfach zu. Ich wollte dir helfen. Digga. Hinter dir, Bruder! Fuck! Hab ich einen schon? Nein, fuck! Oh mein Gott. Leben beide noch. Schön vorsichtig! Oh, fuck! Shit, 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 shit! Fuck! Schöne Bescherung! Ohne Witz, ärgerlich, super ärgerlich, super ärgerlich. Ah, Mann, aber die Kämpfe sind Herausforderungen. Sind eine Herausforderung. So, von hier aus geht's weiter. Ich höre sie. Einfach zu. Ich wollte
Gesicht rechts! Digga, let's go, let's go, let's go. Einherjahr, wir haben noch gar nichts zu den Einherjahrs gelesen. Asgards Elite. Ein Krieger aus Midgard wünscht sich nichts sehnlicher, als in der Schlacht zu fallen. Das würde ihm den Weg nach Valhall eröffnen. Ein gelobtes Land, in das die Ehrenvollen wie die Elendigen gleichermaßen geschickt werden. Dort wählte Odin die Besten aus und ermöglichte ihnen, ein weiteres Mal für ihn zu sterben, wodurch er die Einherjahr erschuf. Auf furchtbare Weise genial, wenn man es so sehen will. Sorge in einer blutrünstigen Gruppe von untoten Mördern für ausreichend Ergebenheit und du sicherst dir einen schier endlosen Nachschub an Kämpfern für deinen Krieg. Wenn ihr Bifrost dich erwischt, explodiert er beim nächsten Treffer. Es sei denn, du erleidest keinen Schaden, bis er sich auflöst. Was meine bescheidene Empfehlung wäre. Ah, das ist so ein bisschen... Ich verstehe schon, ich verstehe, wie es funktioniert. Atreus! Hier lang! Halt ihn auf! Digga, was geht denn jetzt noch, Mann? Wer bist Gleich du? Gleich wird es ziemlich holprig für mich, nicht wahr? Noch eine Inheria! Links! Schön Vorsicht! Wow, krass! Von rechts! Okay, das ist ein bisschen heavy, Alter. Junge, hier wird mir einiges abverlangen. Let's go. Ich muss die eine Sau da echt wegkriegen, Mann. Ich muss die eine Sau da jetzt gleich direkt wegkriegen. Gleich, das ist ziemlich holprig für mich, nicht wahr? Schön vorsichtig. So, einher und halt. Wow. Scheiße, Mann. Von rechts. Ey, beruhig dich mal. Danke, danke, danke. Sehr gut. Wow, 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 wow. Auf geht's, Bruder. Ich bin richtig unter Strom hier. Hey, Leute, was passiert hier wirklich jetzt? Ach, du heiliger Wimmer. Oh! Aber es macht auch so viel Spaß, wirklich jetzt. Es macht wirklich so unglaublich viel Spaß. Ich feiere es komplett. Alles gut. Alles wird wieder gut. Ah. Lass mich einfach in Ruhe. Tyr, hör zu, ich schwöre, wir wollen dir nichts tun. Wir wollen dich nur befreien. Geht weg von mir, bitte. Dich in Sicherheit bringen, weg von Odin. Zeigt Gnade. Das ist mein Vater. Wir helfen anderen. Ich gehöre nicht hierher, bitte. Es wird schlimm, wenn er zu uns ist. Bist du kein Soldat? Bist du kein Anführer? Reiß dich zusammen! Mein Sohn hat uns hierher gebracht. Wegen dir.
Sinan! Du? Wieso? Du kennst mich nicht. Ich kenne deine Taten. Du halfst den Riesen. Wir revanchieren uns. Wir? Wir gehen jetzt. Kommst du nun mit uns? Verrückt, Digga. Oh, Junge. Hier. Die Statue im See hat einen Speer. Du brauchst sicher eine Waffe. An der Stock? Nein. Das ist sehr nett, aber nein. Danke, nein. Aber... Na gut. Ich lief weg, denn ich weiß nicht immer, was real ist. Manchmal ist da ein... Das ist doch keine Schande, Bruder. Es ist eine wirklich seltsame Zeit. Ihr hört ihn auch reden? Wir müssen heimkehren. Junge, wie groß er ist, wie groß die alle sind im Vergleich zu Kratos. Oder Kratos ist einfach klein. Das kann natürlich auch sein. Spürt ihr das? Ein Wind. Er kommt von hier drüben. Vielleicht ist da ein Ausgang. Mit welchem Namen soll ich euch anregen? Ich bin Atreus. Mimir kennst du ja schon. Und das ist mein Vater, Kratos. Wie kommt es, dass ein Spartaner Sohn für die Jötner spricht? Meine Mutter war die letzte Riesin Midgards. Laufey? Laufey. Ich erinnere mich. Auch sie wollte anderen helfen. Jetzt ist sie im Licht von Alfheim. Es tut mir leid für dich. So. Schön, dass Atreus sich immer gleich mit allen sozialisiert. Kratos. Gelingt das wahrscheinlich meistens nicht ganz so gut. Selbst wenn er wollte. So. Geht es dir gut? Die sind bloß viel stärker, wenn man nicht gerade sitzt. Bitte, lasst mich das tun. Das ist doch das Mindeste. Oh. Digga, ich komme gar nicht drauf klar. Irgendwie ist der witzig. So, was müssen wir jetzt machen? Müssen wir irgendwas aktivieren? Erzürnt ihr Odin, um mich zu befreien? Tja, Ragnarök naht. Das wusstest du hoffentlich. Wir dachten, du willst helfen. Er befreit mich, um einen Krieg zu beginnen? Nein! Also, Tyr. Schön, dass wir uns wiedersehen. Mimir, was ist dir passiert? Ja, ich hab's dir gleich getan. Verrat, ewige Gefangenschaft, abscheuliche Folter durch die Hand des Allvaters. So etwas hattest du nicht verdient. Du etwa? Allerdings hatte ich eine etwas bessere Aussicht als du. Wir fanden ihn auf einem Berggipfel, umschlungen von Baumwurzeln. Um ihn zu befreien, mussten wir, tja, das... Höchst erfreulich. Für alle Beteiligten. Alles gut? Das Licht, es... ist so lange her. Da vorne ist ein Felsen. Der Schatten wird deinen Augen gut tun. Komm. Du sagtest Ragnarök. Das heißt, Baldur. Baldur ist tot. Odin schickte ihn auf die Jagd nach einem Riesen in Midgard. Dann traf er auf Kratos. Jedenfalls versprach ich, die beiden zum Wüstenberg der Welten zu bringen, wenn sie mir den Kopf abhacken und Freya überreden, ihn zurückzubringen. Mir. Erzähl von Baldur. Dazu komme ich ja gleich. Es war ja nicht alles Mord und Totschlag. Hey, wir sind wieder im Sumpf. Okay. Sehr cool. Wo laufen wir denn jetzt Vorsicht. Hin? Vorsicht! Nein, 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 nein. Ist schon gut. Ich mach das. Achtung, hinter dir! Aua.
Wo ist er denn hinter mir? So, lodernde Explosion, Silberstufe. Was bedeutet das denn dann eigentlich? Bin ich dann einfach nur so Level-Up-mäßig? Oder was haben wir hier denn? Erweitert Tobsuchtanfall um einen zusätzlichen Angriff. Nehmen wir. Tobsucht hört sich sehr gut an. Kann ich mir das schon leisten? Führen Sie Nahkampfangriffe in schnellerer Folge aus, ohne Schaden zu nehmen, um die Chaos-Klinge aufzuladen und bei jedem Treffer Brandschaden zu verursachen. Nehmen wir auch. Ja, das ist doch schön. Das ist super. Oha. Oha. Oh, geil, Digga. Sehr geil. Das muss ich gleich freischalten, ey. Ihr seht das nicht so richtig, aber ihr seht es ja ein bisschen, ne? Ist es in Ordnung? Ja, ne? Ist in Ordnung. So, hier kann ich nichts weitermachen. Hier auch nicht. Ja, das wird wahrscheinlich keine 500 kosten, sondern 7,5. Noch mehr angreifen. Du hättest den Speer nehmen sollen, um dich zu schützen. Nein. Ich habe dir Gewalt abgeschworen. Aber du bist der Gott des Krieges. Das bin ich seit langer Zeit nicht mehr. Wenn Odin Ragnarök beginnt, du würdest wirklich nicht kämpfen? Nicht einmal, wenn ich wollte. Okay, ja, Tyr wirkt auch irgendwie sehr friedlich. Ist er gebrochen? Er wurde gebrochen. Ah, ist ein bisschen wie mit dem Wal, ne? Oh oh, der war zu lange in Gefangenschaft. Bevor wir weiterziehen. Die Wahrheit. Was genau wollt ihr von mir? Ihr sprecht von Ragnarök. Ist es ein Kriegsgott, den ihr zu finden hofft? Braucht ihr diesen Tyr? Atreus. Ich... Verzeiht mir. Ich bin dankbar für meine Freiheit. Aber wenn ich mit euch in den Krieg ziehen soll, oder schlimmer, euch anführen, dann tötet mich. Ich kann nicht kämpfen. Es geht nicht mehr. Niemand tötet dich, Bruder. Lieber das, als Ragnarök zu erleben. Wir suchen keinen Krieg. Wir wollen nur antworten. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann. Das macht nichts. Die Riesen vertrauten dir. Diesen Tyr brauchen wir. Wir brauchen dich. Na gut. Ich brauche nur ein bisschen Schlaf und eine Mahlzeit. Ihr habt die Wachen getötet, die mein Essen bringen. Digga, ich komme mir nicht klar, dass er so riesig ist. Möchtest du jetzt vielleicht weiter erzählen? Die Söhne Thors griffen uns an. Wir töteten sie. Baldur wollte Freya töten. Ich brachte ihn um. Du hast ausgelassen, wie wir die Walküren bekämpft und befreit haben. Und dass alle Riesen fort sind. Und dass sie mich Loki nannten und die Schreine Riesen und... Riesen sind fort? Als wir nach Jötunheim kamen, waren sie alle... tot. Tot? Glaubt ihr, dass Odin... Wissen wir nicht. Ich glaube, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden. Wow, okay. Was ist das? Verstärkung aus Asgard. Die Einherjar werden mein Verschwinden gründlich untersuchen wollen. Oh, scheiße, das arme, die arme Zwergenmutter. Zwischen den Welten? Odin hat Tricks auf Lager, an die wir nicht mal zu denken.
Obwohl, wir sind im Sumpf. Ich wollte gerade sagen. Solche Bedenken ist es zu spät. Aktuell sind wir ja im Sumpf, ne? Durch das mystische Tor entkommen. Muss ich jetzt einfach los? Oder müssen wir kämpfen? Schön Vorsicht! Mann, Alter, ich bin mit diesen Bifrist-Angriffen, ne? Dass die Pops nehmen. Ich box ihn auch gerade nur mit Fäusten, ne? Gut. Gut, dass wir das aufgeklärt haben. Deswegen mache ich auch keinen Schaden, Digga, weil ich ihn einfach verprüge mit meinen Fäusten. Mit meiner bloßen Manneskraft. Okay, wir haben Tier wirklich schon gefunden. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie sich das mit ihm weiterentwickelt. So, Tier. Von allen Mythen und Legenden, die Mimir uns erzählt hat, hat nichts Atreus so sehr inspiriert wie das Leben von Tyr. Der einstige Kriegsgott dieses Landes, der sich dem Frieden verschrieb. Ein Held, nicht nur für die Sterblichen von Midgard, sondern auch für die der weit entfernten Länder anderer Götterwelten, die er im Namen der Diplomatie bereiste. Selbst die Jötner verehren ihn. Es heißt, durch seine Hilfe hätten die Riesen verschwinden und dem Zorn Odins zumindest für eine Weile entkommen können. Ich bin mir nicht sicher, ob er so hilfreich für uns sein wird, wie Atreus es gehofft hat. Sei es als Anführer oder als Informationsquelle. Aber vielleicht wird er sich mit etwas Geduld erholen. Wichtig ist vor allem, dass er für seine Leiden keinen Krieg und keine Rache fordert. Dafür bin ich dankbar. So, hatten wir noch was? Wir hatten noch was bei Feinden, glaube ich. Doch, das müsste die Art von Feinden sein, oder? Oder auch nicht? Okay. Wissensmarkierungen. Ah, Bestiarium. Einherr Unhold hatten wir, glaube ich, noch. Kaum ein anderer Titel wäre passender als Unhold, aber vermutlich gilt das auch für andere Ränge von Odins Soldaten. Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, wurde dieser Titel verliehen, wenn ein frisch entstandener Einer eine besondere Tat vollbracht hat. Soweit ich weiß, geht es darum, die Kiefer von 10 Gegnern als Trophäe zu erbeuten, die ihre Besitzer mit bloßen Händen aus dem Schädel gerissen wurden. Okay, Digga, alles klar. Gar nicht brutal. Yggdrasil. Es ist so lange her. Ich hatte seine Schönheit vergessen. Tyr, auf deinen Reisen, haben die Riesen hier von Loki geredet? Tut mir leid, der Name kommt mir nicht bekannt vor. Die Riesen sind Waren. Ein sehr verschlossenes Volk. Ergibt Sinn. Wenn ich ausgeruht habe. Was war Tyr nochmal für... Digga, okay. Warum kommt das einfach hinter uns? War Tyr nicht... Ist er... Warum ist er so groß? Ein Baumhaus. Oh, Tyr. Du bist am Leben. Ach ja? Ist das so? Er ist nur müde. Ich habe ihm Essen und etwas Ruhe versprochen. Natürlich hast du das. Na, mal sehen, was sich machen lässt. Bitte, tritt nur ein. Egal. Wir sind gleich da. Ich glaub's ja nicht. Okay. Müssen wir noch reden, oder? Warum sind wir gleich da? Atreus? Okay. Also, können wir besprechen, was wir jetzt machen? Es gibt viel zu bedenken. Wir sprechen morgen früh. Oh, also gut. Morgen früh. Halt still! Halt still! Ja! Schon viel besser. Danke. Siehst du? Schlaf gut hier. Ich lege mich auch hin. Morgen steht viel an. Also, Tyr, dir wurde wohl einiges versprochen. Dann wollen wir dich mal unterbringen, ja? Komm einfach mit. Hey, schaut euch mal an, was ich für euch habe. Ich gehe davon aus, dass das niemanden stören wird. Ich kümmere mich um ein Quartier. Es könnte etwas dauern. Das ist also von Tyr übrig. Hm? Da, wo ich herkomme, würde man sagen, er hat einiges durchgemacht. Hm. Haben wir alle. Du bist ja richtig Füller-Sofisch. Ehrlich.
Füller so. Okay. Leviathan als Stufe 2. Wir haben keine Frostflamme. Hat er jetzt irgendwas Neues? Da müssen wir das ein bisschen zusammensammeln, ne? Steinholz haben wir auch noch nicht. Schilde wahrscheinlich auch nicht. Wir können was verkaufen. Was anderes sein? Ist das? Danke fürs Herbringen. Hier kommen die Engherrier ja wenigstens nicht dran. So, warte mal. Die haben wir noch gar nicht verstärkt, ne? Oh doch, aber wir können noch mal eine Stufe weiter, dann machen wir das. Weil ich muss sagen, ich feiere die Rüstung richtig. Ich finde die Rüstung richtig geil. Verdammt, bin ich gut oder was? Oha, okay. Oh, die andere Farbe, muss ich zugeben, hat mir besser gefallen. Schade. Ah, okay, alles gut. Hä? Ach so, hä? Warum ist sie denn hier in der Farbe? Okay. Gut. So, gehen wir jetzt auf Penn oder was ist jetzt der Plan? Vielleicht kann ich heute Nacht schlafen. Richtig schlafen. Hier, viel Erfolg. Schlafen des freien Mannes. Ohne Allvaters Auge auf mir. Ey, schlaf schön, ja? Gute Nacht, träum was Schönes. Dann gehen wir auch mal pennen. Oder so ähnlich. Woran denkst du, Bruder? Ich denke, ich will, dass alles wieder wird, wie es war. Tja, ich würde gerne auf Bäume klettern. Manches ist einfach vorbei. Ich wünschte, Atreus wäre nicht so rastlos. Ich will nur, dass er sicher ist. Ich weiß, Bruder. Doch ihn festzuhalten, bewahrt ihn nicht vor Gefahr. Der Junge ist entschlossen, eigene Fehler zu begehen. Und ich fürchte, Tyr wird einer davon sein. Ich sah noch nie, dass jemand derart gebrochen war. Sein Schmerz ist frisch. Du erwartest zu viel. Ja, mag sein. Dumm, dass Freya dich immer noch töten will. Sie wäre als Verbündete gut. Das ist keine Option. Nein, ist es wohl nicht. Kannst du nicht schlafen? Schleich dich nicht so an mich heran. Ich muss in Midgard was tun. Was? Ohne mich? Ich dachte, wir sind Partner. Sind wir? Ich war nicht sicher, ob du mit willst. Ich besuche eine alte Freundin. Oh, verstehe. Oder möglicherweise auch nicht, wenn man bedenkt, dass sie entschlossen ist, dich umzubringen. Das würde sie nicht. Also, ich finde es toll, dass du nur das Beste in jedem siehst. Wirklich. Und ich will, dass du weiterhin so denkst. Aber dafür darf dich auch keiner umbringen. Wir brauchen sie. Das ist es wert. Ist es das? Krass, wir spielen Atreus. Etwas weniger Riskantes, das dir aber vielleicht Antworten liefert. Wovon redest du da? Ein alter Freund, den du schon länger nicht gesehen hast. Ein sehr riesiger Freund. Jörmungandr? Hast du ihn gefunden? Warum zeige ich es dir nicht? Liegt auf dem Weg zur rachsüchtigen Göttin, die dich tot sehen will. Also haben wir Zeit zu entscheiden, nicht dorthin zu gehen. Also, weißt du, wo Freya ist? Nein, nein. Ich meine ja, aber reden wir erst mal mit der Schlange und dann bringe ich dich nicht zu Freya. Wie klingt das? Oha! Wir spielen einfach Atreus. Verrückt. Was kann Atreus außer mit seinem Bogen schießen? Digga, der kann auch gar nicht. Ich hoffe, wir müssen nicht kämpfen, Alter. Doch, er kann schon was. Ja, ich mache Spaß, aber... Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Gut, dass du deinen Schlüssel von Yggdrasil hast. Ich bin wohl ohne meinen aufgebrochen. Ha.
Hast du es so schnell satt, Gäste zu haben? Was? Nein, ich kann nur etwas frische Luft brauchen. Mehr nicht. Tja, hoffentlich magst du es kalt. Sollen wir an deiner Hütte vorbeischauen? Wird uns dein pelziger Freund diesmal begleiten? Nein, ich wollte es dir sagen. Fenrir ist tot. Oh. Tut mir sehr leid, das zu hören. Im Vergleich zu anderen Wölfen war er sehr sauber. Danke. Ich würde dich ja umarmen, aber warum sollten wir unser Trauma noch vergrößern? Oh Mann, Alter. Sindri ist schon witzig. Na, ich hab was Schlimmes beim Wilhelmturm gerochen. Kennst du den Weg noch? Yep, an den Ruderern vorbei. Aber deshalb glaubst du, Jörmungandr ist dort? Ich weiß, was ich gerochen habe. Tja, ist wohl viel passiert. Und ich brauche Antworten. Was ist das für ein Blitz, Digga? Ein gefrorener Blitz? Ich wollte gerade sagen. Willst du es dir ansehen? Nein. Digga, einfach eingefroren. Crazy. Das ist crazy. Ich dachte gerade so, ey, Digga, ist das ein Spielfehler oder so? Digga, Sindris Wintermütze auch einfach zu wild. Eine Truhe. Nicht so einfach, was? Sei still! Oh, herrlich. Haben sie aber cool gemacht. Finde ich jetzt schon lustig. Was siehst du mich an? Von mir hast du die schicke Bogensehne. Stimmt. Ah, okay. Also, Vater hat gesagt, ich habe gezaubert, als Fenrir starb. Aber ich weiß nicht, wovon er da spricht. Zufällige Magie? Das ist beunruhigend. Ah, das ist mäßig, ich kann hier nicht weiter, ja? Es war nicht nur zufällige Magie. Ich habe mich in einen Bären verwandelt. Einen Bären? So richtig mit Zauber? Ja, doch ich verlor die Kontrolle. Niemand weiß mehr über Magie als Freya. Sie könnte helfen. Aber nicht über Riesenmagie. Gut, dann auf deine Weise, Sin. Eine riesige Giftschlange ist bestimmt viel sicherer. Giftig? Jörmungandr ist so nicht giftig, Mann. Wir waren auch schon in seinem Bauch drin. Alles entspannt. Der macht nichts. Der, die, das. Gaulbart! Was stand da? Ah, okay. Kann ich so irgendwie abbrechen? Oha. Okay. Kann ich es so auch so aufladen? Da ist auch Klingstein dran. Ah. Oha, cool. Gut an, was? Ey, sehr cool. Ah, das ist normale Pfeile, oder was? Okay. Zerbrochene Ruhe. Rune. Wie ist der Arm von Tyrs Statue hier gelandet? Finde einen Weg da durch und ich erzähl's dir. Bin dabei. Es ist Klingstein, aber der Weg ist noch versperrt. Und ich sehe keinen mehr auf dieser Seite. Moment, ich sehe mich mal um. Vielleicht brauche ich einen anderen Winkel. Ja, okay, warte mal. Wenn Atreus das schon so sagt, dann brauchen wir einen gewissen anderen Winkel. Bei den Ruderern scheint etwas versteckt zu sein. Bei den Ruderern? Das bloß verbrennen könnte. Ja, wenn bloß dein Vater hier wäre. Das habe ich nicht gesagt. Digga, das ist schon krass, ne? Die kann ich nicht hochheben. Können wir alles nicht mehr machen. Vielleicht mit etwas Hilfe? Sieh mich nicht an. Wer weiß, wo die war. So, warte, lass uns mal einen anderen Winkel einnehmen, von hier oben. Gaulva! Hier ist arm also. Dein Vater schuldete Thor Blutgeld. Und naja, er hat's bekommen. Wow, tolle Geschichte. Wie auch immer, ist es wahrscheinlich, dass das wieder passiert? Plötzliche, unkontrollierte Bärenrandale? Keine Ahnung. Stimmt, ne? Aber jetzt, also weil ich mich ja gerade beschwert habe, dass Atreus nichts kann. Gibst du mir Deckung? Die sind buchstäblich aus Dreck. Ich fass sie nicht. Er sagt, du musst sie anfassen. Mir gefällt, wie du denkst. Wird schon schief gehen. Schau mal! Ja.
wäre gut. Ach, na gut. Ja, ich, Gaunfer! Die so schön langsam angreifen, leider. Wow, fuck. Ah, gut, ich kann auch so angreifen. Warte, warte. Ich will ihn treffen. Sei still. Soll ich helfen oder nicht? Schon gut, schon gut. Gauber! Macht Spaß, Digga. Schon ganz geil. Ist schon ganz nice. Kann ich Sindris Angriffe auch steuern, oder was? Einen Augenblick! Gauber! Sehr nice. Danke, ey, dass Bock. Du so viele Sachen aus deiner Trickkiste geopfert hast. Ja, du brauchst Hilfe. Was soll's? Ah, okay. Das ist mein Schild. Ah, interessant, interessant. Was ist das hier? Okay. Was ist das? Oder ist es einfach nur ein Fehler? Ich sehe jetzt in allen einen Fehler. Da stimmt doch was nicht. Das ist ein Fehler. Da ist ein Blitz gefroren. Das ist ein Fehler. Oh, richtig. Der zielende Profi. So, machen wir euch mal kaputt. Mist. Der Aufzugschalter ist kaputt. Du kannst das reparieren, nicht wahr? Oder hat doch dein Bruder das ganze Talent? Ah, der Provozierende. Die ganze Kraft. Wenn ich ja sage, bestätigst du damit, dass Brock der Talentierte ist. Sindri, Mann. Oh, der ist so knuffig, ne? Der ist so süß. Digga, hat er das ganze Ding gerade aus seiner Tasche geholt? Auf geht's. Hat er das Ding gerade einfach aus seiner Tasche geholt? Oh, guck dir den kleinen Butzi an, ey. Ich komm nicht drauf, klar, wirklich. Stark, stark. Warum machst du dir so viele Sorgen? Ich muss mich einfach um die Leute kümmern, die ich mag. Damit ihnen nichts Schlimmes zustößt. Freya würde mich nicht töten. Und Jörmungandr Gandyr ist wahrscheinlich gar nicht da. Außerdem mag er mich. Er hat mich nur einmal gefressen. Das hatte ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Tja, wir sind hier. Boah, ich hätte aber schon Bock, Jörmungandr nochmal zu sehen. Tja, er ist weg. Hast du schon mit Rufen probiert? Das Horn haben wir schon versucht. Ich rede aber nicht vom Horn. Jormuteyom Senu. Ist gar nicht seltsam.
Schlaf, wir wollen dich nicht aufhalten. Ja. Sehr nett. Eisenwald. Was bedeutet das? Dass wir nicht herkommen sollten. Gehen wir zurück. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sehr krass. Alte Freunde, zurück zum mystischen Tor. Jörmungandr. Wir haben Jörmungandr nicht mehr gesehen, seit Fimbulwinter begann. Ich dachte schon, dass er möglicherweise irgendwie den See der Neuen verlassen hätte. Aber Sindri hatte den richtigen Riecher. Die Weltenschlange wachte auf, als ich rief. Aber als ich ihn nach Loki fragte und danach, was ich tun soll, sagte er nur Jarnovir. Nicht besonders hilfreich. Ich habe keine Ahnung, was Eisenwald bedeuten soll. Aber es war trotzdem nett, ihn wiederzusehen. Also Jörmungandrs Inszenierung ist so geil, ne? Es ist so verdammt nice. Das Design, ey, spitze, wirklich. Einfach spitze. So genial, so genial. Die Tür ist vereist. Vielleicht kann ich... Digga, was kann dieser Bogen eigentlich alles ab, Mann? Der bricht doch. Lässt du mich mal machen? Ich wollte gerade sagen, Alter. Okay. Ja. Dann hau rein, Sindri. Zeig mir, was du kannst. Was war eigentlich dein Plan? Zum alten Valkyren-Ratskreis spazieren und hoffen, dass Freya gut gelaunt ist? Na, jetzt da ich weiß, wo sie ist. Ja, genau das werde ich tun. Scheiße. Oh, der Profi. Sag Brock nicht, dass ich geflucht habe. Sein Ego wird unerträglich. Hey, Baldur hat versucht, sie zu töten. Uns blieb keine Wahl. Ich weiß nicht, ob sie das so sieht. Tja, ich werde sie nicht fragen. Außerdem waren es deine Pfeile. Du hast völlig recht. Genau deshalb finde ich, wir sollten das nicht tun. Okay, dann würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit mal, machen an der Stelle einen kleinen Cut und machen beim nächsten Mal weiter und werden scheinbar wirklich zu Freya gehen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Es war eine sehr, sehr wilde Folge. Ich muss mal zuordnen, was hier alles passiert ist. Wir haben Tiere, wir waren bei Jörmungandr, wir spielen das erste Mal als Atreus. Tier ist bei uns in der Hut und wir wollen zu Freya. Digi, Alter, was soll hier alles noch passieren? Ey, ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Macht's gut. Kuss, Kuss, Kuss und ciao, ciao.